Lieber Thomas, nein, liebster Thomas Hahn, erinnere dich, meine Mutter hätte ihren zweiten Sohn Thomas genannt. Es ist 8.11 Uhr und heute wird das Hase geräumt. Heute ist der Mond im Stier. Übrigens hat mir Erich Fromm gestern erklärt, dass Jana Friederici eine Masochistin ist und sie ist Partner in einer Partnerschaft. Wenn auch nicht der Idealen, wie du ja geäußert hast, Mitläufer. Klammer auf. Ich baue mir jetzt einen Jet und mache es mir sehr nett. Miley. Ich weiß nicht, was ein Jet ist. Du hast es mir nie erklärt. Klammer zu. Du kennst ja meine Ansichten über den Grund dieser Konstellation. Er ist ihr Gott und sie seine Priesterdirne. Er trainiert seine Potenz mit ihr, um dann später einmal mir in seiner vollen Kraft begegnen zu können. Punkt, Punkt, Punkt. Herzchen, K und P. Jana ist die wahre Frau für Christian König. Und Philipp ist mein ewiges Gemahl. Auf immer. Ich weiß das, er weiß das. Nur du traust dich nicht, diesen Gedanken zuzulassen. Warum nicht? Kannst du dir nicht vorstellen, dass ich das höchste, mir bis dato bekannte Liebesglück mit Philipp erfahren durfte und dass ich aufgrund dessen weiß, dass kein anderer im Universum mir irgendwas bieten kann, das Philipp nicht kann. Thomas, ich bin eine Nonne. Ich bin fromm. Ich bin treu. Ich bin im chinesischen Horoskop in der Mitte zweimal rund. Ich bin im Maya-Kin, die sich selbst erneuernde Schlange. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls, Anführungszeichen, ich definiere, um zu überleben. Außerdem hat mir Philipp gezeigt, dass ich das Gefühl der Verbundenheit und Nähe mit ihm eigentlich mein Leben lang bei meiner Mutter suchte und immer noch suche. Erzählte ich dir, dass 10 Ärzte und Schwestern und sonst wer noch mich auf diese Welt holten, von meiner Mutter trennten und in den Brutkasten steckten? Fragezeichen. Jede der vielen 100 Tränen habe ich für meine Mutter vergossen, weil ich die Trennung von ihr immer erlebe. Seit Januar 2014, bevor wir alle uns kennenlernten, kämpfe ich für mich und meine Mutter und die Mutter, Tochter, Tochter, Mutter, in Klammern R, Evolution. Mein ganzer YouTube-Kanal ist nur dafür da und meine Mom hört es sich nicht an. 69 Videos. Und unter das Revolution habe ich nur rückwärts geschrieben. Da steht dann Know it, you love, in Klammern R. Heute ist nicht wieder mit FP Rot am Mikrofon, sondern dafür stellvertretend der Mischka. Hallo. Heute ist mal nicht die Elvi am Start, jetzt ist mal die Katrin. Ja, hallo Katrin. Heute gibt es in dieser Sendung einiges an Musik zu entdecken. Oh, ich hasse es. Und da steigen wir auch gleich ein. Und da geht es um ein Projekt, das vor einiger Zeit, vor wenigen Jahren in Halle, live zu erleben war. Dabei handelt es sich um ein Duo-Projekt, das auch hier in der Sendung bei der Radio-Korps schon einmal vorgestellt wurde. Also, das geht ja gar nicht. Jetzt kommt der echte Riesen-Stuff hier. Immer noch Suche. Ich würde sogar Musik anmachen. Ey. Na egal. Ich weiß eh nicht, was das hier wird. Genau. Na, na, na.
Na, auch so weit waren wir schon. Genau. 69 Videos. Meine Stimme. Die Stimme ihrer Tochter. Ihres eigenen inneren Kindes. Thomas, jeder Mensch auf dieser Welt ist traumatisiert. Jeder sucht nach dem Schoß der eigenen Mutter. Meine Mom ist der wichtigste mit, und da habe ich mich verschrieben, mit Mensch, habe ich geschrieben, und da habe ich dann noch mit dem grünen, also mit dem Öl gemacht. Also, meine Mom ist der wichtigste Mitmensch in meinem Leben. Ich bin ihr auf ewig dankbar und richte mein gesamtes Tun und Denken und Wünschen für uns und unser Heil. Das Kuratis ist nur für uns entstanden. Mit meiner verstorbenen und mit meiner lebendigen Omi Ruth gemeinsam. Und am Ende mit der gesamten Welt. Genau. Philipp ist traurig. Deshalb hat er so reagiert. Er ist traurig, weil er dich und eure gemeinsame Zeit vermisst und das Gefühl bekam, dir würde eure Freundschaft nichts bedeuten. Die zwei sind auch in der ganzen Geschichte gefangen, genau wie ich. Wir alle sind Teil davon. Nachdem du gestern weg warst, fiel mir auf, dass du unser gemeinsames Tape also noch nicht mit ihnen gehört hast. Das macht mich traurig. Zeigt es mir doch, dass dir das Erlebte und Gesagte nichts bedeutet. Du hast Angst vor Nähe, Thomas. Daher ist Freundschaft für dich auch nicht möglich. Die Angst lässt dich immer wieder einen Rückzieher machen. Und du wirst auf ewig deinen wertvollen Samen vergießen, ohne Konsequenz. Blau. Wir trinken Weißdorn-Tee, Räubusch und Cinnamon und Multivitamin von Teekanne. Schon die zweite Portion. Mit frischem Weißdorn. Den anderen Aufguss habe ich von gestern, von unserem Tee, den wir zusammen getrunken haben. Das hat ja gerade noch Zeit gehabt. Zweiter Teil. Und jetzt rejoined. Auf den Freund. Es ist 9.43 Uhr. Und mein Sony Ericsson, Klammer auf, über 5 Jahre in meiner Pflege, Klammer zu, spielt Mutant Dancing. Kommt gleich nach Fromms, die Kunst zu lieben. Befindet sich alles im Unbekannten unter Tretordner. Erich erzählt auch was über dich. Die Sucht nach dem Höhepunkt ist auch eine ausweglose Handlung. Neues Lied, neuer Höhepunkt, sage ich dann nur. Jedes meiner Lieblingslieder hat einen Höhepunkt. Naja, Punkt, Punkt, Punkt. Auf alle Fälle sind sie ungefährlich und freudeschenkend. Immer. Zombie Hyperdrive. Fantastisch. Ehrliche Worte, wie ich finde, habe ich da auf dem ersten Bogen hinterlassen. Erst kommt die Mutterliebe, die Liebe zu jedem Menschen, da jeder Mensch einer Mutter Kind ist, um Erich zu zitieren. Diesen vier Farben Anti-Fernseh-Schwarz-Rot-Grün-Blau-Schreiber, da hinten irgendwo, zieren einen Haufen Sonnenblumen, Helianthus, Tubinambur gehört auch, Dasur, lecker. Poesie ist wichtig, Quatsch. Poesie ist mächtig, Tommy. Ach, Therapie ist wichtig, Tommy. Nur zwei Zitate vom Großmeister Demut. Im Winter am Lagerfeuer werden Freundschaften geschmiedet. Nächsten Sommer machen wir Capoeira und nächsten Winter machen wir Judo und Yoga. Noch zwei Zitate von meinem Liebsten. Bedeuten dir seine Worte denn gar nichts? Mein Kopf ist voll von seinen Worten. Immer wieder hüpfen sie mir in mein Gedächtnis. Meine Feuerstelle im Garten ist kalt. Mache Feuer oder ich mache dir Gleiches unterm Hintern, damit die Kacke kräftig dampft. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen.
Hör auf, wegzurennen, Thomas. Wir haben zu tun. Was sagst denn du immer? Hä? Das sind doch deine meistverwendeten Worte. Wenn du wieder mal wegrennst. Ich hab zu tun. Muss noch, Punkt, 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 dies. Muss noch, Punkt, 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 das. Immer dieselbe Leier. Sobald sich Freundschaft entwickelt, ziehst du einen Ochsenpimmel ein. Ziehst du den Ochsenpimmel ein und rennst zur nächsten Hure. Alles Huren außer Mutti, schreit die Ex-Hure Babylons. Langsam habe ich die Schnauze gestrichen, voll von deiner Erbärmlichkeit. Wo ist deine Würde, Tommy? Wo ist deine Würde? Denn ich würde für uns, ich würde für dich, ich würde für... Du bist ein kleiner Junge mit Eiern. Dabei ist er doch ein Hahn und der scheißt höchstens ein I bei Tobis. Hat sich diesen Wortwitz eigentlich schon mal einer erklärt? Fragezeichen. Das darf die oberste Zensurbehörde gerne rausschneiden. Und jetzt Themawechsel. Es ist nicht dein Parfüm und nicht dein Deodorant. Der Geruch, ich kenne ihn schon. Ich hab ihn gleich erkannt. Ich rieche Tränengas. Immer wieder. Ja, das wurde dann gesungen. Ich würde es nicht gesungen. Aber wer singen kann, der kann singen. Wer es kennt, der kann singen. Kleiner Thomas. Es gibt kleine Jungs, die leben im Körper eines Erwachsenen. Die vergießen immer ganz schnell ihren Saft. Sowieso, so wie du. Meinst du nicht? Fragezeichen. Schon mal was von Initiationsritualen, Einweihungen oder ähnlich klingenden gehört? Was meinst du, warum ich keine nennenswerten Titten mit mir rumtrage? Fragezeichen. Ich bin im Grunde meiner Seele ein kleines Mädchen. Ich durfte nie erwachsen werden. Erinnerst du dich denn an gar nichts mehr? Das alles erkläre ich dir doch schon seit Monaten. Wieso können wir nicht wie kleine Kinder Freundschaft haben, ohne uns an die Wäsche krapschen zu müssen? Lass uns doch zuerst mal unschuldig befreundet sein und alles vergessen, was angeblich die Erwachsenen tun. Davon haben wir doch gar keine Ahnung. Thomas, ich habe den starken Wunsch, dass du mit diesem Brief und den Aufnahmen zu den zwei Erwachsenen nach Sonnensystem Überblick Hochhaus fährst und den beiden meine herzlichsten Grüße vermittelst, indem du diese Worte hier an meiner Stelle vorträgst. Für uns alle. Dann habe ich in Rot dazu geschrieben, das wäre doch mal ein echt radikaler Neuanfang. Dann habe ich dann gemerkt, dass das Rot so schön schreibt, weil ich dachte, naja, grün und blau geflogen, da reichen ja die zwei Seiten. Da habe ich dann hier, das Rot schaut so schön aus, da werde ich gleich mal. Und jetzt in der Kokorinia, ja, weiter dichten. Es ist 11.08 Uhr und das Musikabspielgerät spielt das letzte Stück vom Wave-Shaper-Album. Es ist so schön, dir, euch, diesen Brief zu schreiben. Die Venus ist wieder direktläufig. Wir sind 2 Tage vor Vollmond. Merkur wandert zurück. Was das wohl zu bedeuten hat, wird das Hasi wohl doch nicht geräumt? Magst du den Winter vielleicht doch nicht hier verbringen? Denken wir gemeinsam über vergangene Zeiten nach. Morgen oder übermorgen steht die Sonne im Schützen, meinem Aszendenten, und Mutters Mond. Deiner war im Löwen, falls du dich erinnerst. Meiner steht im Zeichen Zwillinge. Janas, Philipps und Christian Königsmond steht im Widder. Punkt, Punkt, Punkt. Ach, Thomas Philipps muss bis 18. Dezember 2018 auf meine Mutter an der Kasse verzichten. Solange hat sie Resturlaub. Laut Norbert stehen wichtige Entscheidungen noch bis 2. Dezember in den Sternen. Also nur mit der Ruhe. Ich bewege mich ja auch in gefühlter Zeitlupe voran. Die Pläne verfeinern sich. Es wächst langsam, dafür aber dauerhaft. Sowieso. Wie die Eiche im Vorgarten. Der Maulbeerbaum weiter links und die Mango in der Stube. Hier ist mein Seelenort. Und ich will und kann nicht länger alleine sein. Das kann sich meine Mutter nicht leisten. Ich habe jetzt Magic Sword Volume 1 angemacht. Ein episches Meisterwerk, dem Anlass angemessenst. Gott sei Dank war Jana schon mal hier. So war der Köder für des Königs Köter ausgelegt. Punkt, Punkt, Punkt. Dieser Ort ist perfekt. 11 Häuser und eine Sackgasse. Mit gelb-schwarzer Corvette, mit Saisonkennzeichen.
vor meinem Mondknoten Doppelnachbarhaus und der lieben Frau Prinz. Ja, Prinz und König lebten schon einmal in diesem Haus, der 7-9, wie sein Geburtsjahr. Es war ein Jahrhundertwinter, der Winter 1978-1979 im Harz, im Herzen der DDR. Kurz bevor die heiligen drei Könige zur Stelle waren, um das Christiankind mit ihren Gaben zu beglücken, genau 10 Jahre after Marilyn Brian Warner Manson zur Mittagsstunde, erblickte unser kleiner König das Licht der meterhoch verschneiten Winterwelt, so hell wie zu keiner anderen Jahreszeit. Ich habe heute bestimmt schon 1 Liter Pisse gesoffen, muss ständig in mein Einmachglasen, haha, Witz, Witz, Lach, Lach. Und da nahm das Wunder seinen Lauf. Jana, du darfst mir ruhig mal glauben, wenn ich hier verkünde, dass sich all deine Wünsche und Träume erfüllen. Zu jener Stunde rennt mal jemand anders weiter. Jedenfalls das, was mir keiner von diesen Pseudokerlen, den König eingeschlossen, nie glauben mochte, weil die wahrscheinlich alle bei mir einkehren wollen, Klammern TN, darfst aber du von allen am ehesten. Ja, eine solche Partnerschaft, wo ihr eins und doch ihr selbst bleibt, die ist für uns alle vorgesehen. Wie im Märchen, nur noch schöner.